Geospin ist ein Ausgründungsprojekt der Universität Freiburg und wir machen geografische Big-Data-Analysen. Das bedeutet, wir sagen dem Kunden genau wann und genau auch wo er sein Produkt anbieten soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wo muss ich so eine Ladestation hinstellen, sodass die Leute, die ein Elektroauto fahren, die Ladestation auch tatsächlich nutzen. Ja? Bedeutet, wenn ich jetzt hier hinstelle, ja, hier sind zwei Supermärkte, die haben Parkplätze, da werden verschiedene Einkäufe getätigt, da sind die Leute auch lange beschäftigt, dann macht das natürlich Sinn, sein Kabel aus dem Auto zu holen und sein Auto entsprechend zu laden. An anderen Bereichen, wenn man jetzt beispielsweise hier nur einen Kaffee trinkt oder vielleicht sich nur beim Bäcker ein Brötchen holt, dann will man natürlich nicht sein Kabel aus dem Auto holen und das entsprechend anschließen, und weil man eben da auch nur sehr wenig und sehr kurz Zeit investiert. Und genau diese Fragestellungen lösen wir mit unserem Verfahren, um dann optimal eine Infrastruktur für eine Stadt, in dem Fall jetzt hier Berlin, zu entwickeln.